was konsultierst du denn jetzt gerade? Aber mit Zoe hatte ich doch auch geredet. Die sagen ja nichts weiter. Hallo Zoe. Hallo Captain. Oh, warte mal hier. Gibt es eine Möglichkeit, den alten Satelliten zu verwenden? Welchen alten Satelliten? Der Doc hat mir von einem alten Satelliten erzählt, der sich im selben Orbit befindet. Dann muss jemand hinfliegen und ihn reparieren oder zumindest aktivieren. Das habe ich befürchtet. Das sollten nur ein paar Minuten Flugzeit mit einem Shuttle sein. Bis später. Bis dann. Hi Tully, kann ich dich kurz stören? Hi Chris, na klar doch. Was brauche ich, um einen Satelliten zu reparieren? Ersatzteile für die Schalttafel natürlich. Habe ich. Selbstverständlich, was für eine dumme Frage von mir. Die musst du dir leider selbst zusammensuchen. Du hast sowas nicht dabei? Normalerweise schon. Du etwa nicht? Habe ich wohl zu Hause vergessen. Ich kann dir aber die richtige Platzierung der CPUs auf der Platine aufschreiben. Sehr gerne. Was für eine Sauklaue. Wie bitte? Ach, nichts. Ich muss mal wieder los. Tschüss. Eine Notiz von Tully, wie man Satelliten repariert. In einer ziemlichen Sauklaue. XD4 auf B2, VDX auf C4, LCV auf D3. Was soll das sein? Schiffe versenken? Gut, wir wissen es jetzt. Aber es war doch vorhin nicht aktiv. Ich bin doch durchgelaufen und habe doch mit allen geredet. Oder habe ich das übersehen? Nee, das kann mir nicht passieren, sowas, dass ich sowas übersehe. Hab ja Adleraugen. Nie. Nie. So. Eine Notiz von XD4 auf B2. B2, C4, D3. Was soll das sein? Toll. Eine Notiz von XD4 auf B2, VDX, was soll das? Super, der Satellit funktioniert wieder. Siehst du, geht total einfach. Man muss ihn nur richtig reparieren. So, weil der Satellit jetzt an ist. So. Reden wir erstmal mit Zoe. Müssen eh nach oben. Wenn wir mit dem Doktor sprechen, weil der Satellit funktioniert ja jetzt. Hallo Zoe. Hallo Captain. Der Satellit ist repariert. Super. Ich setze den Hilferuf ab. Jetzt können wir nur noch warten. Vielleicht könnte jemand zur Bodenstation fliegen und nachschauen, ob es noch Überlebende gibt. Vielleicht. Sind die Minenarbeiten nicht heutzutage automatisiert? Nicht ganz. Ein paar Techniker benötigt man schon noch für die Maschinen. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Bis später. Bis dann. Kommt dir bekannt vor? Ich muss sie mir nochmal von außen angucken. Hab mir das nicht so gemerkt. Du.
Elite. Der Durchgang ist verschlossen. Die Systeme laufen scheinbar einwandfrei. Das funktioniert nicht. Nichts passiert. Das funktioniert nicht. Mit Tali muss ich gerade nicht sprechen. Mit Zoe muss ich gerade nicht sprechen. Alle nicht sprechen, okay. Dann können wir nicht direkt hierher. Da bleibt der Einzige, mit dem wir sprechen können, der Doktor. Wieso, die Karten habe ich doch schon alle. Die sind doch... Eine rote Schlüsselkarte für den Spind der Luftschleuse. Oder... Eine grüne Schlüsselkarte für den Crewbereich. Oder... Eine blaue Schlüsselkarte für den Crewbereich. Es könnte natürlich sein, dass der Shuttle-Schlüssel... Damit kann ich das Shuttle öffnen. Oder auch nicht. Aber... Hallo. Tag auch. Nee. Ich gehe dann mal wieder. Kommen Sie bitte wieder. Es ist ziemlich langweilig hier. Vielleicht ist er ja mit seiner Forschung durch. Aber er wollte mich eigentlich anrufen. Hallo Doc. Schön, Sie zu sehen, Captain. Vielleicht sollten wir Hilfe rufen. Ich habe schon versucht, über die Kommunikationskanäle Hilfe zu rufen, aber die Antenne der Station scheint beschädigt zu sein. Sabotage? Wäre möglich, aber es gibt noch den alten Satelliten, der noch im Orbit schwebt. Welcher alte Satellit? Als sich die Station noch im Aufbau befand, muss ein Satellit für die Kommunikation verwendet werden. Der befindet sich wahrscheinlich noch im Orbit des Planeten, den wir umkreisen. Und er funktioniert noch? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Ich gehe dann mal wieder. In Ordnung. Bis dann. Okay. Also es gibt scheinbar nur eine Leiche. Ein gewisser Sean Campbell. Tja, der sieht ziemlich tot aus. Der Name sagt mir auch irgendwas, Sean Campbell. Die Frage ist, wo muss ich denn jetzt hin? Damit kann ich im Weltall navigieren. Sehr. Vielleicht hat er noch irgendwas. Hi Tali, kann ich dich kurz stören? Hi Chris, na klar doch. Hab ich schon, okay. Ich muss mal wieder los. Tschüss. Tschüss. Vielleicht ist doch irgendwo anders was. Hier nochmal. Da ist doch eine... Warte mal.
ist da noch eine Tür. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein riesiges Objekt hier so ein Spiel hat man leider auch. Wo leider kein weiterer Teil mehr war. Also sprich, war kapitelbasiert und irgendwas mit Majesty, bla bla bla, auch mit Weltraum, glaube ich, war das. Majesty Spiffing. Ach so. Diese Kiste wurde geöffnet, bevor. Oh, vielleicht. Nichts passiert. Das funktioniert nicht. Nichts passiert. Die Tür ist defekt und zumindest zur Hälfte geöffnet. Okay. Vollends übersehen. Oh Mann, hier sieht es ja schlimmer aus als im Lager unseres Frachters. Hey, hier liegt ein alter Entschlüssel herum. Leider ohne Batterie. Ein Glück habe ich eine Batterie. Ein Geschenk für Tallys Geburtstag. Jetzt sollte der Entschlüssler funktionieren. Was entschlüsselt der? Ein Entschlüssler, mit dem man Codes knacken kann. Okay. Die Schleuse ist verschlossen. Dann mach's auf. Das funktioniert nicht. Oh Mann, hier sieht es ja schlimmer aus als im Lager unseres Frachters. Aber was machen wir mit dem Dekrypter? War noch irgendwas versperrt? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir mit dem Entschlüssler die Tür aufmachen unten. Das funktioniert nicht. So, mit dem Entschlüssel konnte ich die Sperre aufheben. Jetzt kann ich die Bodenstation betreten. Hier wäre ein Hinweis gut gewesen, wo sinngemäß sowas kommt wie, ja, ich kann aber die Tür nicht aufmachen, weil er braucht hier einen ultrakomplexen Code, bla bla. Weil er stand bloß, ja, Vitalzeichen sind alle in Ordnung. Irgendwie so sinngemäß. Verschlossen. Ah, verschlossen. Verschlossen. Auch verschlossen. Oh, hier gibt es auch mehrere Ebenen. Dann gehen wir erstmal in den Umkleideraum. Cool, ein Filmplakat eines meiner Lieblingsfilme. Timebot, Tag der Vergeltung. Der Film handelt von einem zeitreisenden Roboter, der in die Vergangenheit reist, um die Erfindung eines vollautomatischen Küchengeräts zu verhindern. Warum er das tut, habe ich allerdings nicht verstanden. Ich auch nicht. In diesem Schrank ist eine Ersatzbatterie, wofür auch immer. Mal wieder, danke.
Ich möchte jetzt nicht in den verschwitzten Kleidern. Brauchst du nicht? Auch hier wieder nur Leichen. Nur Leichen. Er hatte ein Audiolog dabei. Warum nehmen die Leute sowas nur immer mit? Früher nannte man sowas Diktiergerät. Kein Schimmer, warum die Leute ein Audiotagebuch führen und Teile davon immer irgendwo liegen lassen. Ich kann ja mal reinhören. Auf Ebene 7 ist ein Teil des Bodens durchgebrochen, hat eine Höhle freigegeben. Wir gehen jetzt runter und schauen uns das an. Ah, okay. Cool, ein Filmplakat eines meiner Lieblingsfilme. Die Schlacht der Galaxien. Eigentlich ist der Film nur eine stumpfe Aneinanderreihe von computergenerierten Effekten. Aber die Grafik ist schon echt geil. Ja, das glaube ich auch. Ich hoffe, der hat jetzt nicht 7 Ebenen, die wir ansteuern können. Nee, eine. Gut. Also 2 insgesamt. Oh. 01 LD. So ein Mist. Ich habe keine Zugangsberechtigung. Die haben hier eine 2-Faktor-Authentifizierung. Stimme und Handabdruck. Früher nannte kein... Ich kann... Auf... Die Stimme des Audiologs hat völlig ausgereicht. Hierüber wird die schwere Ausrüstung auf die Ebene gebracht und das Erz abtransportiert. Leider habe ich noch keinen Zugang. Wir brauchen noch den Handabdruck. So ein... Die haben ja eine... Okay. Ich muss dem aber jetzt nicht eine Hand abtrennen, oder? Hier ist eine Wand. Ich glaube, die ist... Die soll so nicht sein. Hier geht es nicht weiter. Wahrscheinlich wird hier später noch abgebaut. Später. Okay. Die Hand mitnehmen oder reicht vielleicht ein Abdruck von der Hand? Mit einem Pflaster. Oh ja, das wird funktionieren. Wir haben ja das Medikit, da können wir bestimmt mit einem Pflaster einen Fingerabdruck scannen. Das stimmt auch wieder. Mischling. Der Pfotenabdruck. Vielleicht kann ich ja wieder heilen oder so. In Rollenspielen geht's ja. Das funktioniert nicht. Ach, schade. Hätte sowas von klappen können. Ein schöner Zettel von gestern, ne? Schönes Spiel. Du, 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 du. Klappe. Man benötigt einen Sicherheitscode, um die Kiste zu öffnen. Der Gabelstapler funktioniert noch, aber es scheint der zweite Akku für die Hebeeinheit zu fehlen. Das ist so ein Zufall. Nichts passiert. Hier fehlt wohl eine Batterie. Jetzt sollte der Gabelstapler wieder funktionieren. Okay, so war das zwar nicht von mir gedacht, aber immerhin ist der Gegenstand jetzt erreichbar. Ah, ja, das ist ein guter Hinweis. Das kann ich sicherlich gebrauchen, wofür auch immer. Oh nein, nicht für die Hand, bitte. Nicht für die Hand. Bitte nicht für die Hand. Man benötigt einen Sicherheitscode, um die Kiste zu öffnen.
Nee. Man benötigt... Okay. Wir haben jetzt eine Säge. Ich befürchte Schlimmes. Wenn das ab ist, dann machen wir ein Pflaster drauf. Jetzt weiß ich endlich, warum es Handsäge heißt. Und schon ist die Hand in meinem Besitz. Nein! Ich mach mal ein Pflaster drauf. Nichts passiert. Ah. Ist sogar die richtige Hand, weil die rechte Hand sehen wir hier. Das ist doch aber hier nicht FSK 6 oder so, ne? Kinder macht sowas nicht zu Hause nach. Geschafft. Ich habe den Zugang zum Lastenaufzug. Leider gab es auf diesem Level keinen Sauerstoff. Tja, und dann bin ich gestorben. Was? Sie sind gestorben? Ganz genau. Wollen Sie mich verarschen? Sie sitzen doch direkt vor mir. Wie sollen Sie dann gestorben sein? Oh, ich meine natürlich, ich wäre fast gestorben, wissen Sie? Nein, weiß ich nicht. Können Sie bitte sachlich bleiben? Okay, okay. Ich hole mir noch einen Kaffee. Möchten Sie auch einen? Sie müssen vom Reden bereits einen ganz trockenen Mund haben. Nein, danke. Ich bin nicht durstig. Wirklich? Ja, ganz sicher. Na gut, dann erzählen Sie schon mal weiter. Na gut, als nächstes Folgendes. Oh nein, da komme ich nicht vorbei. So ein Mist, der Bereich ist abgesperrt. Nichts passiert. Da ist nichts Besonderes. Was mache ich denn hier unten? Warum habe ich die Batterie noch? Sein? So ein Mist, der Bereich ist abgesperrt. Warum sind wir hier? Was soll hier sein? Minenschacht, da ist nichts. Da ist nichts Besonderes. Hier scheint nichts Nützliches mehr zu sein. Seltsam.
Unten können wir nichts machen. Bank, okay, mal anklicken. Hier klebt ein Zettel unter der Bank. Auf diesem Zettel stehen die Zahlen 0712, anscheinend mit Blut geschrieben. Ah, okay. Dann probieren wir den mal. 0712. Wir sind mit dabei. Aber cool, jetzt sehe ich das gerade erst das Logo, ne? Orbital Cargo Division. So. Man benötigt einen Sicherheitscode, um die Kiste zu öffnen. Oh, eine Bastelschere, welch ein grandioser Fund. Wozu wird die hier eingeschlossen? Etwa damit sich niemand schneidet? Wir machen unten die Absperrung auf, oder? Wehe. Ich hab das Segel. Juhu, eine Bastelschere. Na gut, ich glaube, es ist nur eine ganz normale Schere. Halt, da lang. Sind ja schon unten. Da. Jetzt darf ich da sicherlich durchgehen. Ah! Oh. Hier ist ein Loch im Boden. Der Boden ist hier eingebrochen. Aber eine Leiter steht da. Oha. Stalagmiten und Stalaktiten. Wer sind Sie denn? Kommen Sie sofort hierher. Ja, ist ja gut. Der sieht ja aus wie wir. Und jetzt? Wie kommen Sie hier runter? Über die Leiter. Das meine ich nicht. Haben Sie sich hier irgendwo versteckt? Nein, ich bin Captain Novak von der Orbital Cargo Division und er ist vor kurzem an der Station angekommen. Tja, dann tut es mir leid, dass Sie hier Ihr Ende finden werden. Zusammen mit den ganzen Viechern, die hier zu Hause sind. Ach ja, hier gibt es Leben auf dem Planeten. Das hätte ich nicht gedacht. Dank meiner Bombe wird es auch niemand erfahren. Sie arbeiten für die Konkurrenz der Galactical Mining Group, richtig? Ganz genau. Die zahlen mir für die Zerstörung der Mine eine nette Summe. Was ist denn so schlimm an der Mine? Die Mine ist egal. Aber wenn rauskommt, dass hier Leben gefunden wurde, bekommt der Konzern Milliarden an Forschungsgeldern und viel Medienrummel. Damit kommen Sie niemals durch. Aber es wird alles wie ein klassisches Bergbauunglück aussehen. Oh. Vielleicht sollte ich die Bombe entschärfen und hier ganz schnell die Biege machen. Auf Zeit am besten noch. Speichern. Um den Counter zu stoppen, muss man einen 20-stelligen Code eingeben. Nehmen wir den Erschüsser. Das funktioniert nicht. Dann nehme ich die Schere. Jetzt ist der Zünder vom Sprengstoff getrennt. Das sollte die Detonation verhindern. Der Typ hat wohl nicht damit gerechnet, dass jemand einfach das Kabel durchtrennt. Manchmal übertreffe ich mich noch selbst. Dann kann ich jetzt endlich wieder zur Station zurückkehren. Endlich bin ich wieder zurück. Wer sind Sie denn? Und dann bin ich wieder zurückgeflogen und Sie sind mit Ihren Soldaten aufgetaucht. Nun, da hat der Hausmeister aber Pech gehabt, dass er zerquetscht wurde. Was meinen Sie damit? Sagen wir einfach, wir müssen die Belohnung nicht mit ihm teilen. Was wollen Sie mit der Knarre? Nun, auch wir arbeiten für die Konkurrenz. Leider müssen wir nochmal in die Mine und alles selbst sprengen. Der Hausmeister war also Ihr Komplize? Ja, er war sozusagen unser Maulwurf und hat direkt reagiert, als das Ökosystem gefunden wurde. Nun, mir war klar, dass Sie mit dem Kerl unter einer Decke stecken. Sie waren zu schnell hier für eine normale Patrouille. Das wird Ihnen auch nicht helfen. Wissen Sie eigentlich, wie Ihr Maulwurf das Gift an alle verteilt hat? Ist das so wichtig? Nun, als Hausmeister hat er es über die Wasserversorgung verteilt. Die befüllt auch die Automaten. Was? Ich hoffe, der Kaffee hat Ihnen geschmeckt. Sind Sie schon tot?
Ich werte das mal als ein Ja. Und? Haben auch alle Söldner vom eigenen Gift getrunken? Sieht ganz danach aus. Und was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir verschwinden wieder von hier. Kann ich mitkommen, Captain? Kommt drauf an, was ihr also als Gepäck mitnehmen wollen. Ach, ich hab da noch ein Gehirn in so einer Art Aquarium. Das sollte machbar sein. Dann nichts wie weg hier. Schön. Ah, sehr schön. Kurz, aber sehr schön. Katrin Schenk, Manuel Schenk. Ah, okay, selber mitgesprochen. Das ist schön, sowas. Arzt, der war cool. Ich mag ja so die alten. Oh, guck mal, da ist er nochmal. Und, wo ist er? Hab ich ihn gesehen? Nee. Was ist er denn? Achso, du hast ja bloß das Spiel. Stimmt ja, stimmt ja. Nochmal die Kickstarter, die zwischendurch schon mal gesehen sind, wurden. Ja? Ja, schön vertont. Also es sind ja, das meine ich jetzt nicht in der böse, negativ, also es sind ja alles Laiensprecher gewesen. Ich fand rein von der Geräuschkulisse fand ich vollkommen in Ordnung. Also jetzt Nebengeräusche oder sonstiges. An einigen Stellen vielleicht zu langsam. Wir hatten so ein Spiel, ne, falls ihr euch daran erinnert, wo es so richtig langsam war. Ist die Sache des Redeflusses, ne? Wenn ich jetzt hier so ganz normal schnell spreche, würde das im Spiel dann so, wenn ich jetzt hier ganz normal spreche, ist so eine Sache. Weiß nicht, mir fällt sowas hier und da auf. Nochmal. Jammern auf ganz hohem Niveau. An einer Stelle oder an zwei war es halt ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was gemacht werden sollte. Ich weiß nicht, dieses, die Smartwatch, da waren zwar Aufgaben drin, aber schön wäre es vielleicht gewesen, über diesen Weg einfach zu sehen, was steht jetzt noch an. Möglicherweise. Wobei, das ist halt nur eine Idee. Ne? Ja, ich habe schon mitgekriegt. Ungeachtet dessen, das Spiel ist jetzt natürlich nicht in dem Umfang, wo jetzt, weiß ich nicht, sonst was für Geld ist. Aber es ist ein alleiniger Entwickler, ein Single-Developer, er muss ja von irgendwas leben. Ich weiß nicht, bei Manuel, ob er das hauptamtlich macht oder nebenberuflich oder sonstiges. Ungeachtet dessen, da geht so viel Zeit rein, so viel Fleisch, Energie und Co. Dann hast du ein paar Sprecher, gut, jetzt sind es wahrscheinlich Bäcker gewesen zusätzlich, die damit gesprochen haben. Aber spätestens dann, wenn du entweder das übersetzen lassen musst. Ich glaube, es gab ja auch englischsprachige Übersetzer oder Sprecher, ne? Ich müsste mal gucken. Spätestens dann kostet es Geld. Weil nur Google-Übersetzer oder so, das klingt nicht. Genauso ist es halt, die Sprecher kosten danach irgendwann Geld. Irgendwann gibt es halt nicht alles irgendwie gratis. Dann brauchst du halt irgendwelche Assets, wenn du nicht alles selber machst oder die Songs oder Töne oder sonstiges machst. Ich habe vorhin einen Kommentar eben halt gelesen, weil das Spiel, ich weiß gar nicht, was zum Release war, es halt ein paar Euro auf dem Markt. Warte mal, ich guck mal gerade, was jetzt aktuell wäre. Aktuell wäre es für 9,75 €. Ich glaube, es ist rausgekommen für 14 oder 15 Euro, zumindest stand es im Forum. Und der allererste, also hier fast ein, zwei Stunden Spiel, Rutschers. Wir haben hier kein AAA-Studio mit irgendwelchen anderen Sachen da im Hintergrund, sondern es sind halt Leute, die Spiele machen, die unterhalten. Und ich fühlte mich sehr wohl unterhalten. Waren schöne Witze mit bei, war lustig gewesen. Wie gesagt, ein, zwei Sachen vom Gameplay, wo ich selber gestrauchelt bin. Das eine wahrscheinlich übersehen, also mein Problem. Axel Friedrich, der Name sagt mir irgendwas. Ich habe den schon mal in irgendeinem Kontext gehört. Ich weiß, dass es das noch da zusätzlich dazu kommt. Weißt du, dass du dann spielst und ach, ich bin unter zwei Stunden, ich gebe das weg. Da müsste irgendwas hinkommen mit Spiele ab x Stunden Spielzeit angegebenen, eben halt zwei Stunden Refund. Aber eben halt Spiele, die angegeben sind mit zwei oder drei Stunden, da kann das halt nicht nach ein, zwei Stunden Refund geben. Aber ich bin leider nicht da in der Entscheidungsebene. Nee,
Hat gefallen. Sehr schön. Und vielen Dank, Manuel. Und mal gucken. Ich habe ja noch ein anderes Spiel. Aber der Pile of Shame, ganz groß. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir spielen jetzt noch ein bisschen ein anderes Spiel im Weltraum, aber hier ist mit Orbital Cargo Division Feierabend. Ich glaube, man könnte hier noch was nochmal machen. Also in dem Universum. Wäre so ein Vorschlag. Möglicherweise. Bis dahin, euer Firefox.